So, du müsst ja langsam aufzeichnen. Moin erstmal. Schön, dass du auf meinem Kanal bist und dir dieses Video anschaust. Ich möchte Anno Düne 2 Return to Dust gerne mir anschauen. Das habe ich geschenkt bekommen bei Epic. Da gibt es ja wöchentlich ein bis zwei Spiele geschenkt für jeden kostenlos, der sich einen Controller einrichtet und das abholt. Das kannst du dann auch behalten. So, aber ich habe jetzt inzwischen schon so viele Spiele, nicht nur bei Epic, ich muss mir die alle erstmal angucken. Deswegen gucke ich mir die an und streame gleich dabei. Habe ich zwei Klappen mit einer Fliege geschlagen, ne? So, wollen wir erstmal sehen. Das hier scheint mit Controller bedienbar zu sein. Ich bin schon mal in den Einstellungen gewesen hier. Ne, da kannst du also alles Mögliche einstellen. Ich habe mir die Freiheit genommen, ich habe die Lautstärke auf 0 gestellt, weil das geht gar nicht. Die blang, blang, blang. Also, wer sich sowas ausdenkt. So, Anleitung lesen. Gucken, was wir da haben. Ach, jetzt gehe ich ins Internet hier. Download hier. Ne, das will ich jetzt nicht. Ich will jetzt Anodyne spielen. Also, ihr habt das ja nicht gesehen, aber bei mir ging der Browser auf. Fanclub an, Discord, Folgeentwicklern, Kredit. Da kannst du sogar Kredit aufnehmen. Ich betreibe nämlich hier noch eine Bank. Du. So, Anodyne, neues Spiel. Was heißt das jetzt? Zurück. Achso, eins. Ja. Also man hat drei Speicherstände, so wie es aussieht, die man nutzen kann. Ich spiele es auf Deutsch. Was jetzt? Drücken. Aha. Ein Papier schwebt vorbei und kommt auf dem Boden zur Ruhe. Aber kann ich vorlesen, ist ja groß genug und ihr könnt das auch selbst lesen. Oh, wie bedankt sich. Ja, das erste war wohl ein Erfolg, da haben sie sich gedacht, dann machen wir gleich mal die zweiten hinterher. Naja, die wollen auch alle ihr Geld verdienen, ne? Die können in beliebiger Reihenfolge gespielt werden. Jetzt spielen wir erstmal zwei. Beziehungsprobleme. Nun, komm schon. Gehen wir gemeinsam. Melos, Hantani und Marina Kitaka. So, eine Figur mit Saiteninstrument, eine Figur mit wunderschöner Stimme. Pixel, Pixel, Pixel. So. Das scheint ja noch ein Vorspann. Du kannst schrumpfen. Mami, ich habe meinen Lehrer geschrumpft.
Palisade das Schild. Diese süße Stimme stimmt definitiv Gewichte, wird für dich kämpfen. Selbst Psalmist, die Musikerin, hingebungsvolle Songwriterin, unbeholfen im Umgang mit Kindern, eine Art Nerd. Mamis! Pflegerin und Führerin. Möchtest du Hallo zu Nova sagen? Grüße, junge Nova. Deines Eis. Bist in deinem Ei. Mit der Eisenschienenbahn Schlüpflinie, die von der Spitze des Hügels ausstattet. Ah, aber du kannst nur gehen, wenn du den heiligen Glandilock-Samen bekommst. Ja, ich wollte sagen, fehlt er nicht? Kannst du dir den nur vorstellen? Sprich zuerst mit den drei Dotterfiguren. Aha. Das ist eine Glandilock-Figur. Nee, das ist die Dotter. Schalatzerbaum am höchsten Punkt. Los, hol sie dir, Nova. Yeah, verwende den linken Stick, um dich zu bewegen. An der Tastatur drücke Q und die Kamera und ER, um die Kamera mit dem Controller. Verwende den rechten Stick und die hinteren Schultertasten, um die Kamera zu bewegen. Drücke A, um zu springen. Du kannst uns zeigen, wenn du in der Luft bist. Halte nach einem Sprung A und einen Sturz zu verlangsamen. Drücke die Menütaste, um das Pausen zu machen. Es tut mir leid, das hier alles auf einmal zu sagen. Wenn du etwas vergisst, schau im Abschnittssteuerung des Einstellungsmenüs nach. Na gut, dann reden wir mal mit ihr hier. Drücke Y sprechen. Dennoch lockt sie ihr Blick. Betritt meine runde goldene Pastete. Du wirst dich als ein Teil. Aha. Ah. Immer dieses Geballer. Oh, ich schlüpfe. Nee, doch noch nicht. So, Dotter von Yumi. Was bedeutet das jetzt? Hallo? Jörg Wanda, der Eidotter. Wo, wie unsere eigene Reinigungskraft ist zu Besuch. Gekommen, oh Gott, und ich bin der erste Nanofreund, den Sie sehen. Wie ein Junge, hallo, ich muss mich zusammenreißen, mich an meinen Text erinnern. Jörg Wanda, der Eidotter. Ich hoffe, sie kommt hier rüber und drückt Y, mit mir zu reden. Y? Dem wichtigsten Dotter des Tages. So, und jetzt? Ja, und? Aha. Das war wohl ein Schuss.
Ja, bin ich jetzt mal ein bisschen überfordert hier. Ach so, damit kann ich irgendwas schieben? Da kann ich nichts schieben. Was ist denn da? Da kann ich nicht hin. Damit schieße ich. Welchen Sinn hat das? Soll ich abballern? Komme ich nicht rum und da komme ich auch nicht rum. Aha, ich habe das Menü gefunden. Aha. Ach, die muss ich jetzt finden. Und jetzt geht's wieder zurück. So, drei Stück davon gibt's, sagst du? Aber wo? Da hinten vielleicht? Da oben ist noch einer. Rumpfe weiter. Hat er eben so gemacht hier. Oh, das ist immer das Gleiche jetzt. Also da brauchen wir nicht nochmal sprechen. Y ist gestrichen. Haben das eben gemacht. Keine Ahnung, was das jetzt sollte.
Ein Dotter fehlt mir noch. Na, den muss ich wieder hoch. Heidelbeer Bistmüsli habe ich. Nanostaubsauger. Ah, ich muss öfter, da muss nach außen, muss ja gehen. Jetzt flutsche ich wieder durch die, was weiß ich. Dotter von Sippi, hallo Sippi. Einfach mit dem Flow, Loco. Wir gehen total mit dem Flow. Ach, das C ist das Speichern. Die tun mir weh. Was das jetzt soll? Da war ich wohl tot, wa? Sind das wohl die Staubviren? Hey, ja. Drücke A, um vorzufahren. Das war so nicht richtig.
Na gut, darauf nur einmal Y drücken. Wie kriege ich die denn jetzt gekillt, die Dinger? Muss ich die hier vielleicht reinziehen? Sauge jeden Block auf ihn zu schießen. Ja, würde ich gerne machen, wenn ich jetzt wüsste, wie ich schieße. Kriege ich denn hier einen Block her? Das ist also speichern. Tja, dann. So einen Block nehmen. Geht auch nicht. Auch nicht. Ah, das war schon fast richtig. Ja, jetzt haben wir es. Jetzt sind sie durch. Hurra! Denkt sich sowas bloß aus, Mann. Fahr hoch. So haben wir das. Also den muss ich jetzt auch noch erwischen. Okay.
Was ist das? Looks so out, ne? Eines der drei Elemente der Ernährung. Wow. Part 2. Bis ich diesen Samen habe, muss ich noch den anderen da finden. Da waren wir. Da ist keiner mehr. Nee, hier ist nichts. Doch, der hier, der oder nicht? Nee, da war ich ja schon. Wo habt ihr den versteckt? Geht's denn hier noch irgendwo hoch? So hatte ich mir das auch gedacht. So nicht. So nicht. Die Schwingen, ja. Paar Mal drücken, dann geht das. Dauerfeuer quasi. Dr. von Kotzi. Na, das ist ja schön. Das war anscheinend nicht richtig. Was auch immer ich da jetzt gemacht habe.
Wahrscheinlich brauche ich die Dinger da unten, um den irgendwo hinzuschieben oder was. Dann gehen wir da nochmal hin. Denn das jetzt gemacht? Und weg sind sie. So, jetzt habe ich ein Staubvirus. Und was mache ich da jetzt mit? Wieso habe ich die denn da weggekriegt? Ich den dann noch weg. Verdammte Axt. Aber ich krieg dieses da nicht weg. Da muss es ja irgendeinen Zusammenhang geben, aber ich bin im Moment nicht wirklich in der Lage, den zu sehen.
Licht weg. Fliegt er da zu seinem Kumpel? Komme ich nicht hin. Ne. Kommt auch nicht runter, ne? Springen kann ich hier auch nicht. Na supi. So, was muss ich denn die so oft einsammeln, bis da der Zähler voll ist oder was? Zehn habe ich jetzt. Was das ist, keine Ahnung. Und auch nicht schieben. Das sind meine Leben, die ich da noch habe, ne?
Jetzt nicht. Muss ich die da vielleicht lassen? Naja, das ist er wieder da. Mir zu doof jetzt. Das ist mir echt zu blöd. Aber es gibt wahrscheinlich auch Leute, die sind schlauer als ich und die wissen dann auch, was sie da machen sollen, ne? Da sind wieder die anderen da. Was hat mir das jetzt gebracht? Nicht. Noch nicht weg. Immer noch welche weg hier. Das habe ich doch alles zerdetscht und zermatscht und trotzdem. Der ist schon wieder da. Oh, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Das ist mir jetzt zu blöd. Ich beende das Spiel jetzt. Falls von euch jemand das besser kann, gerne schreibt mir das in den Kommentar rein, was ich da falsch gemacht habe. Weil jetzt das lange Hin und Her suchen, das macht mir überhaupt keinen Spaß. Ne, ich danke fürs Zuschauen, wenn du das bis hierhin ausgehalten hast. Und wenn dir das trotzdem gefallen hat, freue ich mich über ein Gefällt mir, auch über ein Abo natürlich, viel mehr. Und wenn du beim nächsten Video auch wieder dabei bist. Bis dahin, bleib gesund und denke selbst. Tschüss.